Das wäre natürlich mega, ne? Ja, 20% die Tatsache, dass die Ameisen immer ein gleichförmiges Floß bauen, so wäre, wäre das schon gnadenlos. Das wieder ein Diamant. 120%? Bei 520%? Wenn man mit Ameisen umgeht, dann kann sie auseinanderziehen, strecken und mit. Ja, wenn 20% wären, dann. Die Ameisen haben eine große Kraft, also könnten sie möglicherweise genug Kraft haben, um sich gegenseitig die Gliedmaßen abzuhalten. Aber die ziehen ja nicht nur du. Ameise ihren Nachbarn nur mit dem 400-fachen ihres Körpergewichts. Nee, ich nicht. Die Feuerameisen scheinen die physikalischen Grenzen ihres Körpers zu kennen. Sie passen die Kraft. Und es explodiert hier irgendwas in der Nähe. Ja, dann bist du nicht gestorben, weil du kein Fahrzeug in der Nähe hattest. Sich bei Wind, Schwerkraft und Hacker, los, ja. Bevor sie sich gegenseitig die Beine ausreißen. Ja. Und schon wieder gestorben. Notaufnahme kann ich nicht aktivieren. Nee, weil du schon wieder gestorben bist. Der Superorganismus kann sich wie eine Flüssigkeit verhalten. Tja. Und du? Die Ameisen in diesem Trichter werden von der Schwerkraft nach unten gezogen. Aber sie fallen nicht frei, wie Sandkörner in einer Sanduhr. Ihr kontrollierter Griff nach Nachbarn erlaubt der Kolonie, wie eine dicke Flüssigkeit zu fließen. Und vorsichtig